Wir haben in der Pause in Fritzens Zimmer alles kaputt gemacht, damit wir wenigstens in irgendwas mal gut werden. Und sind jetzt hier wieder in Layers of Fear Inheritance unterwegs. Der Suche nach unseren Kontaktlinsen, so wie das aussieht. Also wir sind immer noch in dieser langgezogenen Kindheitserinnerung, von der ich inzwischen glaube, dass hier einfach das Spiel ist. Ich wollte gerade sagen, das wird das Spiel sein. Plakaten da, so. Plakat die Katze. Ach schau mal, das ist diese Katze. Kacke? Was ist das? Fragt, es ist Kacke und fast an. Yep. Super. Normalerweise würde ich sie im Mund nehmen, um sicher zu gehen. So cool gemacht, wie sie da. Ja. Also da so ein Parcours draus bauen. Wow. Oh. Gut, dass sie mir die Zoom-Funktion beigebracht haben. Fuck. Hat das irgendwas gebracht? Ach doch, hier. Ach, schau mal, die ganze Uhr aufziehen. Ah, nee, brauchst ein Zahnrad. Okay, hier ist ein Zahnrad und... Und so ein, ja, zum Aufziehen. Wenn wir fertig sind, brauchst du eher irgendwas Neues zum Anziehen. Also, was baue ich denn jetzt zusammen? Und dann gehen wir weiter vor. Willst du das rausnehmen? Ne, so stecke ich das drauf. Jetzt habe ich den Deckel. Kann ich den Deckel jetzt da reinstecken? Nee. Schau mal nochmal hinten im Raum, ob da noch irgendwie mehr ist. Du kannst nicht den Deckel nehmen und den Zahnrad. Okay. Oder was check ich denn gerade nicht mehr? Oder ist das, soll das unten nur. Nee, das ist der Deckel, genau. Okay. Kann ich hier so einen Klotz mitnehmen? Nö. Du bist doch schon so ein Klotz. Das stimmt. Ach. Na, schau mal, da sind noch alle happy. Okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Oh, diese blöde Pflanze, die da steht, die sieht mal aus, als würde eine Person stehen, wenn man sich so ganz schnell hindreht. Ach, schau mal, ach so, nee, ja klar. Geh mal zurück, du musst das Dings anbauen. Du musst den Deckel anbauen, damit das ein Rad ist. Weißt du? Vater, gib mir Beine. Fragst du, krieg ich den Deckel jetzt ohne das Zahnrad? Antwort ist ja. Autsch. Oh. Ja, siehst du? Ah, Katze heil. Jetzt brauchst du es für das Zahnrad noch. Du musst erst das Zahnrad, glaube ich, haben und dann. Wo ist es hingeflogen? Weiß ich nicht. Ich habe auch kein Licht mehr. Vielleicht musst du es nochmal von der Uhr holen, vielleicht wird es zurückgesetzt. Das ist eine Strafrunde. Hier geht sie automatisch so langsam, ne? Oder? Mm. Okay, komisch. Oh nein, das liegt da irgendwo im Dunkeln, das Zahnrad. Autsch. Das ist hier einfach irgendwo hingefallen. Man hätte bestimmt die Katze davor schicken können. Scheiße. Ah, siehst du, du musst da die Katze lang schicken. Da, oder? Da liegt's doch. Ja. Wieso kann ich es nicht nehmen? Kannst du dich hinducken? Sie noch kleiner machen? Versuchen wir nochmal, was sagt denn der, wenn. An der Katze selber kannst du nichts mehr machen, das ist jetzt verschlossen. Wird schon versagt, oder was? Ja, aber das kann nicht sein. Gibt es noch irgendwie eine Komponente, die man irgendwie einbauen muss? Tiefer legen, Unterbodenbeleuchtung. Ein Fenster hier. Ist in dem Schrank noch irgendwas? Nee.
Und warte mal, neben, wenn du da hoch gehst, da Tisch. Ist doch so ein kleiner Schrank noch daneben, nee, neben dieser Treppe. Hier irgendwas. Okay. Seit wann macht das Bild so eine lustigen Sachen? Kann man hier nicht noch irgendwas mitnehmen? Es kann auch nicht sein, dass man das... Es war ja auch dadurch, dass er das immer getauscht hat. Doch quasi unmöglich, das auf Anhieb richtig zu machen. Ich weiß nicht, ob er es getauscht hat, aber ob er das raufgesetzt hat, weißt du? Auf das Zahnrad. Dann hätte es ja gehalten und dass das Ding nicht nehmen kannst. Es liegt halt hier, aber... Wir haben auch keine irgendwie Taschenlampe oder irgendwie Licht oder so, ne? Nee. An der anderen Seite irgendwie so hindrehen oder so. Ich glaube jetzt mal hier in dieses Nebenzimmer, wenn es mich umbringt, so be it. Aber hat er dich nicht eben gerade zurückgeschoben? Jetzt hab ich irgendwas umgehauen. Gucken wir es nochmal. Also das ist nicht des Rätsels Lösung. Ich hab's kaputt gespielt. Hier auf diesen Tischchen vielleicht. Das kann ja sein, es ist ja noch eine Debug-Version, die wir spielen. Ja, guck mal. Ist das irgendwas? Sag mal, schau mal, ob du die Links aufnehmen kannst, das Zahnrad. Kannst du... Warte mal, kannst du schauen, ob du irgendwo mehr Licht anmachen kannst? Eher wie die einzige Lampe da aus, oder? Der kann man auch nicht irgendwie rumdrehen, oder? Die ist auch nicht an. Guck mal, die Birne leuchtet doch nicht. Ja, die wird nur angestrahlt. Das ist bestimmt irgendwie, dass man das Licht anmachen muss, damit da genug Licht ist, um das zu sehen. Die Kerze konnte man ja auch nicht nehmen. Der Speicherpunkte. Soll ich mal ins Hauptmenü gehen? Kannst du mal machen. Wahrscheinlich irgendwie weiter. Was jetzt? Achso, das ist dann immer abschnittweise. Wie weit waren das jetzt? War kein ewig großes Stück. Ach, guck. Ah, überschaubar. Also okay, gut. Jetzt nehmen wir erst das Zahnrad und dann stecken wir den Deckel drauf. Ja, eigentlich müssten wir doch zuerst den Deckel drauf, weil letztes Mal haben wir das Zahnrad zuerst und dann ist es weggeflogen. Nee, ich wollte es als ein Stück nehmen, weißt du? Also das Zahnrad, erstes Zahnrad. Oh, achso, das ist die. Also wo eigentlich zum Bild guckt, ja. Jetzt beruhigst du dich mal wieder, so. So, und da jetzt das, jetzt den Deckel. Autsch. Für uns ist eigentlich der wahre Horror, 5 cm groß zu sein. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ja, achso, jetzt ist das da drauf. So, und jetzt kannst du es irgendwie das auch nicht nehmen. Okay. Also alles, was ich machen kann, ist, ich nehme jetzt mal den Deckel. Leg den jetzt dahin. Warte mal, hol mal jetzt diesen, das Ding hier. Ja. Und den kannst du nicht irgendwo anbringen schon gleich, oder? Doch, hier. Und da hinten kannst du nicht, an der Seite kannst du nicht anbringen. Was passiert da? Achso, jetzt nimmt er wieder das scheiß Rad daran. Aber ist ja egal. Das ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Nee, es fällt ab. Aber jetzt ist das Zahnrad nicht abgefallen. So, jetzt mache ich das hier ran und jetzt kann ich das Zahnrad holen. In der Hoffnung, es dahin machen zu können. Und wenn das Rätsel Lösung ist, dann ist das dümmste Rätsel überhaupt.
Du musst natürlich das Zahnrad erst als Deckel für das Einmachglas benutzen. Ich hätte auch irgendwie gedacht, dass man vielleicht irgendwie das quasi irgendwie ankleben muss oder so. Springt aber wieder ab, oder? Hä? Ach so, mal alles in der Welt schnallen wir da nicht. Nix wieder hier, oder? Okay. Irgendwas fehlt noch. Ja, irgendein Klebestoff oder so. Leim, starker Stoff. Man kann ja auch nicht den... Das Kerzenwachs kann man auch nicht mitnehmen, oder? Nee. Teller auch nicht. Oh, oh, oh! Zoom mal rauf. Das ist das Rad. Ja. Zoom mal auf das Bild, vielleicht passiert beim Bild auch was. Also irgendwie muss man da rein. Vielleicht kommst du von da übers Kissen und dann wie so rüberläufst. Ah ja. Du musst nicht so hoch. Doch, ah, schau mal. Oh geil, kommt gleich der ganze Schrank hinterher. Ah. Okay. Es ist doch nicht das dümmste Rätsel aller Zeiten. Der Fehler saß wie immer vor dem Monitor. Ach, guck mal, die macht Licht. Das hat die wie so eine Aura, oder? So eine Schutzaura. Das Area of Effect, ne? Im WoW. Mizi! You're sick! You're insane! You're not thinking straight! You're right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me? Whoa. Well, excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. What? Oh, that's all right, honey. Something got into Mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so we can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. More than a wife, she was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden. A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor weighing him down. Hm. Okay. Und du denkst, man hätte das jetzt auch so machen können, wenn man sich auf den Vater fokussierte, dass man dann einen anderen Ausgang geschafft hätte? Weiß nicht. Testament. Das ist wichtig. Ich, mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammernd, erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit all meine vorherigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde und Partner nennen. Meinem Agenten Thomas Caldwell vermache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet, und bete darum, dass es genauso endlos an ihm nagen und ihm das Blut aussaugen wird, wie es das mit mir getan hat. Meinem Verleger Liam Brickstone vermache ich die Flammen, denen die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist, und hoffe, dass sie ihn zusammen mit der elenden Schlampe und dem kreischenden Balk, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Meinem Rechtsanwalt James Jerome Sadler vermache ich die Krankheit, die meinen Verstand und meine Seele verrotten ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie dies für mich gewesen ist.
Allen sonstigen Schmarotzern, die aus dem Gebälk kriechen, hinterlasse ich nichts. Zur Hölle mit euch allen. Zu guter Letzt vermache ich dir, meiner geliebten Tochter, meine gesamten irdischen Besitztümer. Was auch immer sie wert sein mögen, hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Das letzte und kostbare Geschenk jedoch kann ich dir nicht dir geben, das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Okay. Wir waren ja immer noch nicht im Atelier. Hm. Was gibt's hier noch? Henry Marvin, Relationship Counselor. Also ein, sag mal, Eheberater. Eheberater, ja. Hm. Hier fehlt doch ein Stück. Ja, ja. Aber ich weiß nicht mehr, was da drauf war. Im Original. Also hier hinter klingelt ja das Telefon. Hier ging es dann doch so aufs Ende zu. Dann gehe ich jetzt mal nach unten. Da endete die Early Access Version, ne, die wir hatten. Stimmt, ja. Warte mal, bevor, genau, schau mal ins Kinderzimmer. Ah, gehst schon richtig. Gehst schon, geh mal ins Kinderzimmer. Hier war doch dann das Zimmer mit den ganzen... Ah, ja, genau. Krass. Aber dann ist das welches Ende jetzt? Ist er nicht in allen Enden zumindest in das Zimmer gegangen, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Also hier ist sie auch so ein bisschen entstellt. So, dasselbe wie das. Hier ist auch irgendwas von Wert dazwischen. Das glaube ich nicht. Macht okay. Das Spiel, glaube ich, schon deutlicher. Aber check mal das Kinderzimmer. Oh, schau mal, wie sauber die Tür ist. Das ganze Zimmer ist voll was ordentlich ist das für sauber. Ein Bild? Wow. Da saß einer, ne? Ja, wie so eine Gestalt irgendwie. Oh, krass. All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. Sollen wir weggucken? As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did. Keep your head straight! And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the air. Its pricked ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her. And yet she knew that it was not over. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence. For she had neither. Don't you look away! Das zieht mir immer die Sicht so zur Seite. Muss man dagegen halten. Just outside of view. But our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight. Lest she be cursed by the witch's foul. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away. But fought it with all her will. For she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. Whoa. It was almost over. And there.
The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait. That's not right. Warum nicht? Her face. Why is she still... scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess, I am so sorry. It's not that he was cruel. It's just that, to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. Das ist das gruseligste Kinderbild ever. Aber das Zimmer ist halt voll im guten Zustand, ne? Also im Vergleich zum nichts, Rest des nichts Hauses. Verrottet, nichts kaputt. Ja. Ich glaube, bevor wir uns den Rest des Hauses vornehmen, machen wir nochmal eine kleine Pause in der nächsten Folge. Dann bestimmt verrottetere Zimmer. Bis dann. Ciao.